Ihr kennt eure Testergebnisse bereits. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Vergesst nicht, dass das Erdkundeprojekt bis Dienstag gemacht werden muss. Der Unterricht ist vorbei. Endlich, für die arme Ehrenschülerin Vicky ist das eine Chance, sich von der Informationsflut zu erholen. Aber für die hübsche Emily ist es ein Grund, sich zu verändern. Das will ich auch haben. Ein beliebtes Mädchen sollte nicht so oft in denselben Klamotten erscheinen. Und ein persönlicher Stylist kann ihr helfen, den Modelook zu ändern. Aber es ist nicht einfach, den Reichen zu gefallen. Ich mag das hier, ich werde es tragen. So umwerfend, du siehst aus wie Aphrodite, die vom Olymp herabsteigt. Aber ich bin genauso cool wie sie und ich kann auch stylisch sein. Die arme Vicky kann sich weder einen Stylisten noch andere Klamotten leisten. Aber es gibt einen Grund, warum sie sich so viele Do-it-yourself-Videos angesehen hat. Ich muss nicht viel Geld haben, um ganze Boutiquen aufzukaufen und modisch zu sein. Wenn man kein Geld hat, muss man improvisieren und das verwenden, was man hat. Man muss nur ein weißes T-Shirt mit einer rosa Socke waschen und fertig. Na, das ist doch ganz gut. Na, das ist doch ziemlich beeindruckend. Die Bücherliebhaberin ist von ihrem Erfolg überzeugt. Jetzt ist es Zeit für Vicky, bewundernde Blicke zu erhaschen. Mach dich bereit, Emily. Ist das dein neues T-Shirt? Nun ja, es ist übrigens auch gebrandet. Wirklich? Aber du hast das Etikett vergessen. Trotzdem eine interessante Marke. Aber du hast es versucht. Oh nein. Bye bye. Schieb die Kleiderstange ans Ende des Flurs. Verstanden, Miss. Kein Problem. Wow, das ist schwer. Es ist nicht einfach, mit so vielen Klamotten umzugehen. Emily, wie sich herausstellt, ist eine Naschkatze. Sie kann so viele Schokoriegel essen, wie sie will und bleibt dabei schlank und schön. Sehr lecker. Emily, wo ist dein Notizbuch? Eine Sekunde, ich finde es. Eine Nadel im Heuhaufen zu finden, wäre wirklich einfacher, als irgendwas in diesem Haufen von Verpackungen zu finden. Endlich, ich hab's gefunden. Hier ist es. Oh, ich verstehe. Die Schokoladenmaske hat sich gebildet und die Jungs, die Süßes lieben, bleiben ihr nicht fern. Schokolade. Andrew, hast du dein Gewissen verloren? Hi, Vicky. Ich hab was für dich. Ein Geschenk? Für mich? Ah, nein, nein, ich war nur überrascht. Nimm es einfach. Oh, danke. Ja, warte, da ist noch ein Schokoriegel. Danke. Warte, der muss auf jeden Fall nach den Regeln gegessen werden. Für die armen Jungs ist diese Art von Süßigkeit eine echte Delikatesse. Es ist nicht so, dass sie es wie die anderen normal essen. Warte, was ist mit dem Gebet? Oh ja, warte kurz. Danke, Universum, dass du die Gaben mit uns teilst. Und egal, was für Rituale die armen Leute machen, man muss ein Auge auf solche Schätze haben. Sonst lassen sich ein paar hinterhältige Leute die Chance nicht entgehen, sich daran zu bedienen. Oh, Newton, wo ist die Schokolade hin? Die strebehafte Vicky mag Musikunterricht, aber noch viel mehr mag sie Jet. Hey, hier ist dein Instrument. Du spielst doch immer drauf, oder? Wir spielen immer das Gleiche, keine Abwechslung. Jet hat genug von langweiligen Instrumenten, aber ein bisschen Fantasie, ein paar Töpfe und ein paar andere nützliche Dinge und fertig ist das selbstgebaute Schlagzeug. Was für eine Band! Jemand sollte sie einladen und einen Talentwettbewerb veranstalten. Die Jungs könnten auf ein richtiges Konzert. Warum hast du meinen Schraubenzieher? Tut mir leid, wir haben nur geübt. Oh, kein Interesse. Ups, sieht so aus, als wäre ein Jet ohne seine Trommelstöcke gegangen. Mamma mia, das sind meine Töpfe, ich habe sie überall gesucht. Ich kann nicht mal Nudeln ohne sie machen. Ich muss mich auch von den Trommeln verabschieden. Es tut mir leid. Hä, wie könnt ihr es wagen, meine kostbaren Eimer zu nehmen? Ihr hättet sie zerkratzen können. Ja, wenigstens ist meine Pfeife noch bei mir. Jet hingegen muss zurück in die gute alte, sehr langweilige Dreiecksbeziehung. Ich werde definitiv kein Meisterwerk erschaffen. Hey, wollt ihr ein bisschen Spaß haben? Es ist eine gute Sache, einen reichen Klassenkameraden zu haben, der eine DJ-Fernbedienung und einen großen Lautsprecher mit sich trägt. So kann man sich ablenken und tanzen. Mit so einem interessanten Gerät ist die Chance größer, Hits zu kreieren. Und Rich Andrew ist ein Profi darin. Er weiß genau, wie man Spaß hat. Jeder wird zu solch cooler Musik tanzen. Sowohl die reichsten und beliebtesten, als auch die armen Nerds. Schaut euch Vicky an, sie hat so viel Spaß. Wow, es gibt sogar Snacks.
Ich wünschte, ich hätte öfters solche Musikstunden. Ich bin froh, dass es allen Spaß macht. Wo Andrew ist, wird es nie langweilig. Aber was haben alle Lehrer vergessen? Was ist denn hier los? Oh, eine Party. Ich werde Spaß haben. Ich denke, dass die Studenten ein ernstes Gespräch führen werden. Mr. Hunter, wir haben eine Geburtstagsparty für Sie. Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Let's celebrate. Es ist Zeit, den Ehrengast zu feiern. Oh, danke. Das ist so unerwartet und nett. Das habt ihr alles für mich gemacht? Sieht so aus, als ob die Kinder es diesmal geschafft haben, es durchzuziehen. Cool, das erinnert mich an meine Jugend. Aber es dauerte nicht lange, bis die Musik spielte. Übrigens, ich hätte fast vergessen, euch die Noten für Disziplin zu geben. Nicht einmal der Geburtstag eines Lehrers konnte eine fröhliche Gesellschaft von einer 6 retten. Ein Stapel mit den 1 benotesten Tests und ein Stapel mit Geld? Mr. Hunter legt die Antworten auf der Hand. Ich bin reich! Der örtliche Polizist hingegen sieht das nicht so. Es tut mir leid, aber ich muss das beschlagnahmen. Oh nein, Achtung an allen Posten! So, Schüler, mal sehen, wie ihr euch macht. Abstraktion? Sehr gute Arbeit, Andrew. Danke, Jet ist so talentiert. Wow, Jet, du hast dich entschieden, eine Galerie zu porträtieren? Nicht schlecht. Vicky, ich würde mehr leuchtende Farben nehmen. Im Kunstunterricht werden verschiedene Stile geübt, aber Jet entscheidet sich für den Hyperrealismus. Hey Andrew, hast du nicht 100 Dollar auf dem Tisch liegen lassen? Danke, ich kann manchmal so geistesabwesend sein. Hey, was ist mit der Rechnung los? Man kann sie nicht bekommen. Sieht aus, als wäre es ein Streich. Was machst du da? Du zerkratzt nur den Schreibtisch. Hab dich. Du bist so witzig und originell. Gut gemacht. Lachen jetzt alle über mich? Die Einstellung lasse ich mir nicht bieten hier. Was bin ich doch für ein heißer Feger. Ich muss es auf Instagram posten. Hi Emily, bist du die Schülerin des Jahres? Herzlichen Glückwunsch. Nettes Bild, nicht wahr? Und wie hast du es gemacht, so erfolgreich zu sein? Das ist nur eine Frage des Gesprächs mit Lehrern. Hör mal, hättest du Lust, diesen Samstag mit mir ins Kino zu gehen? Hi Andrew. Hi Hübsche. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Übrigens, gehst du Samstag mit mir essen? Sehr gerne. Toll. Übrigens, Streber, ich habe was für dich. Gerade rechtzeitig, um dir ein Mädchen zu zeichnen. Du musst nicht extra für eine Kinokarte bezahlen. Ein Date mit Emily bleibt für Jet nur ein Traum. Den ganzen Tag Ladenwebseiten zu durchscrollen ist keine leichte Aufgabe. Das ist zu billig. Und das hier habe ich schon. Mein Finger ist es leid, auf dem Display zu wischen. Vicky hingegen hat keine Mühe, tagsüber mit einem Finger durch 500 Seiten des Lehrbuchs zu blättern. Wow! Hallo? Guten Tag. Was möchten Sie? Ich würde gerne den billigsten Kaffee bestellen, den Sie haben. Die, die arm sind, können leider nicht viel ausgeben. Tut mir leid. Aber das ist viel zu wenig. Ich wüsste gar nicht, was ich für diesen Preis anbieten kann. Vielleicht etwas Kaffee von dieser Pflanze, wenn Sie möchten. Na gut, ich nehme das. Der arme Jet ist zwar ein Kaffeeliebhaber, aber nicht wählerisch bei allem. Hauptsache, es ist alles Bio. Ja, das ist was Neues in meiner Erfahrung. Das habe ich noch nie gemacht. Es war schwierig, aber ich habe es versucht, es mehr oder weniger lecker zu machen. Vielen Dank. Guten Tag. Und hier ist der reiche Mann Andrew, der immer nach einem Grund sucht, um mit seinem Reichtum zu prahlen. Ich möchte, dass Sie mir den teuersten Kaffee machen, den es hier gibt. Wir machen nur eine Art von Kaffee. Das Wichtigste für mich ist, dass er viel Geld wert ist. Dieser Kaffee heißt Kopi Luwak und er kommt direkt aus Indien. Ich weiß, es ist mein Lieblingskaffee. Gib mir eine Tasse. Okay. Ist das genug? Machst du Witze? Der Preis beträgt 10.000 Dollar. Kein Problem, ich bin bereit zu zahlen. Das ist ein ganz anderes Gespräch. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wie schmeckt so ein Elitegetränk wohl? Ihr Kaffee wird in ein paar Minuten fertig sein. Er braucht nur noch ein paar Bohnen. Perfekt. Was für ein mühsamer Prozess. Aber bei solch preiswerten Produkten muss man vorsichtig sein. Eines Tages werde ich auch mal den besten Kaffee haben. Erledigt. Ich hoffe, er schmeckt dir. Was ist das für ein komischer Geschmack? Das liegt an einer besonderen Art der Verarbeitung.
Sehen Sie, die Körner dieser Sorte werden aus dem Kot von Tieren gewonnen, die Musang genannt werden. Ah, ich verstehe. Warte, was hast du gesagt? Wie können Sie es wagen, mir das zu geben? Ich werde eine Beschwerde einreichen. Aber er hat den teuersten Kaffee gewollt. Offenbar schmeckte Jets billiger Kaffee sogar wie ein High-End-Getränk. Ich habe ein paar seltsame Kunden. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!